Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Gas Station Simulator, dem Tankstellensimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, etwas länger ist es her, aber es geht jetzt wieder weiter und der zeigt mir gerade die ganzen Errungenschaften an, denn ich bin einfach mal wieder reingejoint hier ins Spiel. Vielen lieben Dank für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare und vor allem vielen lieben Dank für eure Geduld. Wir haben hier einiges freigeschaltet, ihr seht schon, Errungenschaft Station Level 5. Und ich weiß gar nicht, habe ich die geschlossen, die Tankstelle, glaube ich, ne? Wir wollten da ein bisschen was machen. Ich gucke mal gerade ja zu und auf jeden Fall werden wir das Ganze jetzt bald, nee, die ist schon geöffnet. Werden wir die wieder öffnen, wir haben ein bisschen gemalert, glaube ich. Wir haben ein paar Dinge hier ready gemacht und sind jetzt quasi dabei, hier erstmal noch ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen sauber zu machen. Brauchen noch ein paar Dinge, die wir hier machen müssen. Wir haben unseren Onkel ausbezahlt mittlerweile und ich hoffe, dass die Anzeigen erstens bald mal aufhören. Und zweitens, dass wir hier vielleicht das ein oder andere Produkt wieder einräumen können. Ne? Upsa, zack. So, komm rein da. Ich guck mal gerade, ob wir da noch irgendwie was platzieren können. Da können noch ein paar Bottles rein. Können noch ein bisschen was ausräumen. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir da nichts. Wir brauchen wieder Geld, Leute. Ne? So, da kommen schon wieder die ersten jeweiligen Kunden. Ne? Warte auf die Bestellung des Kunden. Kommen Sie ran. Gucken Sie rein, schauen Sie raus. So, wir brauchen noch ein bisschen Benzin, glaube ich. Ja, da müssen wir uns auch drum kümmern. Wir brauchen wieder neue Artikel. Wir haben nämlich fast alles ausverkauft hier. Und müssen uns mal wieder so ein bisschen reinfuchsen. Ich habe jetzt schon eine ganze Zeit nicht gespielt. Ne? Hat nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock auf das Spiel hatte, sondern einfach mal so ein paar Tage Ruhe brauchte. Es gibt auch immer noch eine Umfrage, nehmt gerne daran teil. Was denn alles hier noch soweit, ja, quasi gezeigt werden soll hier auf dem Kanal. Da habe ich eine Umfrage gestartet. Guck gerne im Community-Hub rein. Und ansonsten gucke ich mal gerade hier. Hier haben wir, glaube ich, noch ein Auto, was wir reparieren müssen. Mahlzeit, Grüße. Und werden dann gleich mal schauen, dass wir hier so ein bisschen alle Kunden wieder ein wenig bedienen. Ne? Gab auch mittlerweile ein großes Update, der viele zahlreiche Dinge auf jeden Fall quasi für uns ready gemacht hat. Wir haben auch gar keine Reifen mehr, ne? Habe ich Reifen gekauft? Nein. Wir haben noch nicht mal mehr Reifen. Wir haben nichts, Leute. Wir sind wieder am Anfang. Back to the roots. Und hier kommen jetzt gerade die ganzen Einstellungen rein. Und wir werden hier auf jeden Fall ein bisschen weiter hustlen in dem Spiel. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal die Waschanlage gibt. Die soll es aber, glaube ich, als DLC geben, ne? Wir haben einige Sachen freigeschaltet. Das Ganze blendet jetzt hier so einfach ein bisschen durch. Und ja, wir werden jetzt hier ein bisschen weitermachen. Und auch im neuen Jahr gibt es natürlich wieder zahlreiche Let's Plays. Es werden einige Sachen wiederkommen. Es werden einige Projekte ein bisschen größer werden. Es wird natürlich vorwiegend auch LS geben. Das hat der ein oder andere schon erkannt. Ne? Und bis zu diesem Jahr oder bis Ende des nächsten Jahres ist es so, dass ich hier so insgesamt immer eine Folge LS pro Tag bringe. Und eine Folge, eine andere Simulation. Das heißt, wir spielen heute hier Gas Station Simulator. In den nächsten Tagen kommt da vielleicht noch eine weitere Folge. Und dann müssen wir mal gucken. Im neuen Jahr starten wir dann wieder durch. Ich bin auch ein paar Sachen am Vorbereiten. Für mich ändert sich nächstes Jahr auch ein bisschen was. Das werde ich dann irgendwann nochmal, ja, vielleicht in einem kurzen Infovideo oder auch in den Streams nochmal erklären. Warum, weshalb, weswegen. Wir haben auf jeden Fall hier jede Menge Freischaltung, Leute. Und Errungenschaften freigeschaltet. Nämlich diesen, glaube ich, aktuell jetzt quasi durch das Update mit reingekommen. Deswegen haben wir hier viele Dinge und viele Freischaltungen. Das heißt, wir haben, glaube ich, alles freigeschaltet, was geht. Und ja, müssen hier einfach mal gucken, dass wir hier erstens unsere Kundschaft wieder in Fahrt bringen. Oh nein, wir haben viel zu wenig Sprit. Wir müssen gleich erstmal Benzin bestellen. Und ich hoffe, ich kann hier noch auftanken. Ne, es wird nicht reichen, schade. Wir haben kein Benzin mehr. Verdammt! Alles ist alle. Der maximale Ausverkauf. So, wir gucken mal Lieferung. Wir brauchen Kraftstoff, Leute. Wir brauchen 100 Liter, kosten 240. Wir haben 480. Wir können das erstmal bestellen. Blub, zack. Kunden abkassieren. Und ja, haben hier eine Menge Sachen hier freigeschaltet. Ich finde es mega witzig. Wir sind auf jeden Fall zurück hier in dem Spiel. Und ja, es werden einige Let's Plays wieder zurückkommen, ne? Einige Let's Plays neu dazukommen. Wie, in welcher Form, in welcher Häufigkeit, muss ich einfach schauen, wie wir das Ganze schaffen. Aber vielen Dank nochmal für eure Geduld. Und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Ne?
natürlich auch wieder fleißig eure Kommentare durchgelesen. Viele haben gefragt, ne, wann geht's weiter? Heute geht's wieder weiter mit einer neuen Folge. Und ja, hier laufen immer noch die ganzen Errungenschaften durch. Der Errungenschaftssimulator. Ja, komm. Kommen Sie ran, kommen Sie rein. Komm. Fertig? Alter, was habe ich hier alles freigeschaltet? Ich habe das Spiel schon durchgespielt, Leute. Ich glaube, wir können danach direkt aufhören. So, Kraftstofflieferung müssen wir gleich gucken. Der müsste gleich da sein. Wir haben alles freigeschaltet hier, ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich das erstmal durchlaufen lassen und wäre dann danach erst irgendwie reingestiefelt hier. Aber wir werden uns hier so ein bisschen wieder reinfuchsen. Haben natürlich auch Mitarbeiter, die wir nutzen könnten. Aber wir brauchen erstmal wieder ganz viele Dinge, die wir, ja, die wir besorgen müssen. Ne? Ich muss mal kurz hier den Klaus hier wieder. Ach, guck mal, Klaus. Schön, dass du wieder was geliefert hast. So, dann werde ich den Hammer aufdrehen hier. Dann haben wir wieder ein bisschen was frei. Ach, jetzt sieht auch dreckig. Was ist das denn, Fisch hier? Leute, was ist mit den Fischen los hier? Gott, so, wir müssen erstmal tanken hier. Jetzt hat ja schon wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Ah, es hört gar nicht mehr auf. Ist das herrlich. Neue Autos sind auch mit hinzugekommen. Viele andere Dinge. Viele lustige Sachen. Ja. Und ansonsten. Guck mal, der Fisch. Dein Fisch ist nicht frisch. Kriegen wir den nicht rein? Verdammt, der ist glaube ich schon voll, ne? Können wir den nicht da reinwerfen? Das ist schon auch ein Achievement, oder? Nee, schade. Ah, doch. Gaining Skill. Ah, ist das herrlich. Können wir eigentlich unser Personal wieder rufen? Haben die ausbezahlt? Nee, die müssen erstmal noch bezahlt werden. So, das heißt, wir können mit der guten Dame hier Statistiken anzeigen. Die kann auf jeden Fall erstmal kassieren. Bedienen die Kasse. Die gute Dame kann erstmal tanken. Wie viele Sachen möchten sie noch freischalten? Antwort ist ja. So, die macht tanken. Und der gute, der Jan hier, der macht einfach mal, wenn ich das anwählen kann. Oh Gott. Einfach mal Tankstelle reinigen. Und der macht das auch. Der macht auch Tankstelle reinigen. Ja? So, jetzt wird erstmal abkassiert hier. Jetzt wird sauber gemacht. Das kann ich auch mal eben fix selber machen. Und dann werden wir gucken, dass wir Geld verliehen. Und dass wir dann natürlich dafür sorgen, dass unsere Tankstelle wieder zu altem Glanz verhilft, dass wir auch ausreichend Dinge haben. Ich werde jetzt mal in die Werkstatt gehen und werde ein paar Sachen schon mal austauschen. Nämlich ein paar Dinge haben wir hier. Wir müssen Kratzer beseitigen, wir müssen Spiegel reparieren. Ach, wir haben jede Menge Sachen, die wir hier reparieren müssen. Und die Werkstattaufträge, die bringen auf jeden Fall richtig Tatas, ne? So. So, ich habe jetzt auch ein bisschen was eingestellt an den Grafikeinstellungen. Das heißt, ich spiele jetzt alle Spiele in der höheren Qualität. Das heißt, alle Videos auf YouTube und werden jetzt neuerdings in WHQ hochgeladen. Ne? Vorher war es so, dass ich es hochskaliert habe. Mittlerweile ist es so, dass ich das Ganze auf jeden Fall auch aufnehme. Ne? Und deswegen... Wenn das eine oder andere vielleicht noch nicht so ganz so toll aussieht, liegt es einfach daran, dass ich da vielleicht noch nicht ganz ganz ready war, beziehungsweise, dass ich vielleicht das eine oder andere noch falsch eingestellt habe. Ne? Großes Sorry vorab schon mal dafür. Aber ich bin noch dabei, das Ganze so ein bisschen zu optimieren. Auch der Sound, da habe ich noch ein paar Einstellungen vorgenommen, sodass das Ganze dann auch noch ein bisschen besser wirkt. Ansonsten müssen wir gleich erstmal Reifen bestellen, damit die Werkstatt hier weiterläuft. Und ja, werden jetzt mal gucken, ne, dass wir hier die guten Herren in der Werkstatt... Ah, die Errungenschaften sind durch. Sehr schön. Dass wir die Aufgaben dann auch abschließen können. Ne? So, hier haben wir das, das, das. Da brauchen wir das Spiegel. Habe ich hier noch Spiegel auf der Seite? Ne. Die muss ich dann von hier drüben holen. Ah, die haben wir auch kaum noch, ne? Verdammt. Wenn wir nichts haben, wir haben ganz jede Menge davon. So, mittlerweile ist auch Ruhe eingekehrt im Laden. Das heißt, die Rush-Hour habe ich soweit erstmal quasi überlebt. Was schon mal sehr gut ist. Aber wir brauchen gleich jede Menge Reifen, ne?
Die Einnahmen steigen auch. So, jetzt brauchen wir Reifen, 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 Reifen. Ich muss einen Reifen bestellen. Ein Königreich für einen Reifen. So, Lieferungen, Autoteile. Wir brauchen Reifen. Reifen sind richtig teuer. Kosten jetzt 10 Reifen. 620, ne? Haben wir nicht. Was können wir uns denn leisten hier? Zumindest... kommt noch ein mit. 520, ne? Komm. Die bestellen wir mal eben fix, damit wir das hier abschalten können. So. Need the Park Cards. Wir haben wieder was freigeschaltet. Ach, das ist geil. Wir schalten hier einfach alles frei. Ne? Hier wird alles freigeschaltet und nach fliegt das Ganze dann hier rein. Oh, wir haben hier ein Sonderziel. Ich glaub, Hauptstory-Strang haben wir, glaube ich, abgeschlossen soweit. So, wir gehen mal hinten hin. Sind auch neue Sounds mit hinzugekommen, glaube ich. Hier kommt dann, glaube ich, irgendwann mal die Waschanlage hin. Aber ich glaube, das soll ein DLC werden, wenn ich das richtig verstanden habe. So, ich mach mal auf hier die Bude. Das ist unser Lager. Nee, Reset wollen wir nicht. Wir machen das schon mal direkt auf. Da kann er direkt durchfahren. Und dann können wir auch direkt weiter loslegen. Ansonsten haben wir alles auf Level 5, wie ihr seht. Ich glaube, ein weiteres Level gibt es nicht, ne? Ah doch, guck mal. Ah nee, es ist nur die Maximalkapazität. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch alles ausgerüstet, ne? Wo ist er denn hier? Unser Reifenhersteller unseres Vertrauens oder Zulieferer. Sagen wir mal so. Es wird gereinigt, es wird die Kasse bedient. Boah, hier kann man es aber ganz schön. Ich könnte vielleicht mal kurz hier den jeweiligen die Müllabfuhr mal rufen, ne? Die ist dazu gerade kostenlos. Ach, guck mal, da war auch noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist ja köstlich. So. Einfach einladen hier. So, schönen Tag noch. That'll do it. So, da fährt er wieder. Ne? Wir brauchen jede Menge Sachen. Denn wir haben nichts. So, komm, fahr raus hier. Ich habe keine Zeit. Hier können wir ein bisschen auf der Gitarre klimpern. So, zack, wir gehen mal raus. Sortieren die Reifen dann einmal ein. Und dann werden wir das Ganze jetzt gleich hier dann auch ready machen. Place all. So, wir nehmen mal den ersten Reifen hier. Und werden dann die Reifen hier einfach mal austauschen, sodass wir den einen Auftrag schon mal wieder freikriegen. Um hier ein bisschen weiterzukommen, ne? Das heißt, in dieser Woche noch alles so ein bisschen querbeet, auch was Simulation angeht. Das heißt, wir werden hier ein bisschen was machen, da ein bisschen was machen. Und ab der nächsten Woche dann wieder gewohnt, gewohnte Let's Plays, ne? Gas Station kommt auf jeden Fall und bleibt auch erstmal. Da werden wir noch ein bisschen reinsuchten. Und wenn wir mal schauen, dass wir richtig viel Geld bekommen. Ihr fragt auch mal, wie viel Geld ich bekomme. Ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass ihr dann später die ganzen Artikel, die ihr da habt, auch aufwertet. Ne? Das heißt, wenn ihr beispielsweise dann auch Teddys und so weiter mit reinholt, dann kommt ihr relativ fix an Geld. Und das sorgt dann für eine klingelnde Kasse. So, man muss natürlich auch mal gucken, dass man von allem reichlich da hat. Das ist manchmal gar nicht so einfach. So, die gute Dame ist fertig und wir haben wieder was freigeschaltet. Verrückt, ne? So, hier haben wir aufgeräumt. Der gute Herr, was müssen wir da nochmal machen? Zwei Reifen wechseln, da kriegen wir auch noch hin. Die Reifen reichen auf jeden Fall dafür aus. So. Und ihr seht schon, ne, die Werkstatt, die rentiert sich auf jeden Fall. Was? Wir haben keinen Treibstoff. Oh, nee. Wir müssen gleich Treibstoff bestellen, Leute. Wir haben keinen Treibstoff mehr da. Das ist ja der Wahnsinn. Ich muss mal kurz Treibstoff bestellen, Leute. Ich muss mal kurz wieder Kraftstoff bestellen. Das kann doch nicht sein. Irgendwas fehlt immer, ne? 15 Liter nur noch. 200, 400. 400 Liter erstmal bestellt. So, Jan, mach mal sauber hier. So. Den müssen wir auch noch machen. So, dann haben wir den auch gleich fertig. Zack. So, das heißt, hier geht auch wieder Geld rein.
Ja, genau. Richtig, ne? So, aufgeräumt, aufgeräumt. Hier ist alles tutti. Der kann rausfahren. Ich glaube, der nächste kommt da auch schon wieder, ne? Kraftstoffstand ist niedrig. Ah, guck mal, da fährt schon der erste wieder rein. Den können wir uns auch gleich wieder direkt cashen. Oh, schickes Auto auf jeden Fall, ne? Jede Menge Aufträge auf jeden Fall in der Werkstatt, ne? Das sorgt halt dafür, dass der Rubel ordentlich rollt. Wir haben auch neue... Wie kann man mit so einem Reifen fahren? Wie kann man denn mit so einem Auto fahren, Leute? Da ist doch... Ist doch Hopfen und Malz verloren, da sehe ich doch schon. Erstmal wieder ein Reifen, ne? So, den müssen wir auch nochmal fertig machen hier. So, Kraftstofflieferung ist auch da. Da müssen wir gleich auch nochmal hin. Ja, 3 Kunden an Kraftstoff. Oh nein, es wird gehupt. Es wird gehupt, Leute. Es wird richtig gehupt. Sehr schön. So, ich muss mal kurz den... Da ist er wieder, der Klaus. Ach, lange nicht gesehen, Grüße. Ja. Irgendwas fehlt immer. Es sind auch neuere Charaktere, glaube ich, mit hinzugekommen. Guck mal, die sehen viel besser aus, finde ich. So. Dreh auf das Ding. Ich bin zu dick für diese Laterne. So, was haben wir denn hier noch? Spiegel, Spiegel und Reifen, ne? Die Reifen sind gleich schon wieder alle weg. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch gerade erst bestellt. Und Ölwechsel. Öl haben wir, glaube ich, noch genug da. Ach, da hinten rechts war es. So, komm mal, fertig. Platten auf der Kette, wie ich so schön sage. Verbleibende Autos 10, aber es war doch gerade noch 5. Oh nein, wir müssen die Fahrzeuge betanken. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern, weil die gute Dame wieder Pause macht, ne? Hallo, grüße Sie. Ne? Riesenandrang an der Tankstelle auf jeden Fall. Komm, die machen wir jetzt mal schnell fertig hier. Den Benzin haben wir wieder genug. Oder Diesel, je nachdem. Guten Tag, junge Frau. Treten Sie mal beiseite. Oh, schickes Cabrio. Genau, ne? Schönen Tag noch. Ich grüße. So, dann machen wir den Spaß hier auch mal fertig. Der wird noch schön gereinigt. Also sauber ist auf jeden Fall die Tankstelle mittlerweile. Wir haben noch 2 Spiegel. Da kommt auch schon der nächste. Ja, Mahlzeit, ne? Kommen Sie ran. Ich boxe sie gleich mal hoch. Können wir jetzt schon? So. Ah, wir brauchen noch... Oh Leute, wir brauchen auch wieder Spiegel. Wenn wir eins nicht haben, sind Spiegel. Und Ölwechsel, glaube ich, war auch noch hier, ne? Eins von den Dingen kommt, glaube ich, auch noch mit hinzu. So, ich fertige die jetzt erstmal ab. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Dann der Ölwechsel noch. Und ich glaube, dann sind wir mit dem Auto soweit fertig. So. Ölwechsel, ne? Genau. Oder? Jo. Frische Kanne Öl. Da geht auch wieder ein bisschen was rein. Kippen wir das mal rein. Gluck, gluck, gluck. Ach. Herrlich. So. Mit der sind wir fertig mit der guten Frau. Na, hier wird nochmal kurz zusammengeräumt. Und jetzt gucken wir mal, was die gute Frau hier noch benötigt. Oh, 4 neue Reifen, Leute. Ich glaube, mein Schwein pfeift. 4 neue Reifen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Autoteile. Reifen sind immer noch teuer, aber ich brauche Kratzer. Autospiegel. Das sind teuer, ne? Motorenöl habe ich noch. Batterien, Zündkerzen, Kühlmittel. 1300. Das ist ein bisschen viel, ne? Das können wir uns erlauben. Nächste Bestellung. Ach ey. Dass die Leute einfach, weiß ich nicht. Ist eigentlich wirtschaftlicher Totalschaden hier, die Kiste, ne? Aber, naja, was will man machen, ne? Huch. Hab ich das jetzt fertig gemacht? Jo. Ah, man kann mit rechter Maustaste abbrechen, wusste ich auch nicht. So, jetzt brauchen wir erstmal 4 Reifen. Ansonsten geht da gar nichts. Ach, es ist halt wie immer, ne? Toilette ist sauber. Kasse wird noch bedient. Wir haben aber kaum noch Klamotten hier drin, ne? Müssen wir mal wieder auffüllen. Was haben wir hier noch? Hier sind noch ein paar Getränke. Haben wir hier noch irgendwas für? Da ist auch nichts mehr. Boah, wir haben nichts mehr da, Leute. Nichts. Und davon jede Menge. Ja, Leute, ich würde sagen,
Das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein, hier mit einer weiteren Folge zu Gas Station Simulator. Ja, auf jeden Fall in dieser Woche erstmal eine Folge dazu, kann sein, dass ich noch eine weitere gleich aufnehme. Ansonsten bis zum Ende des Monats, es ist ja nicht mehr lange bis zum neuen Jahr, so ein bisschen buntes Potpourri an diversen Simulationen. Da werden wir hier und da mal reinschauen und immer eine Folge LS, aktuell das LS22 Alpine Landwirtschaftsprojekt mit den lieben Prodax. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Däumchen da lassen. Ja, und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.